Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, mein erstes Video im Monat Oktober und das werde ich zukünftig immer einem besonderen Duft für mich widmen, dem Duft des Monats. So habe ich es jetzt einfach mal übertitelt. Und hat es nichts Besonderes zu bedeuten, aber ich wollte einfach damit mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Struktur da reinbringen und für mich so ein bisschen, muss mal gucken. Und ihr habt am Titelbild gesehen, um welchen Duft des Monats es heute geht. Es geht wahrhaft um ein Schätzchen oder ein Augen- und Nasenschmaus. Den Duft sehr von Latafarm. Ihr seht hier schon die sehr große Verpackung. Ja, er ist auch sehr schwer. Also nicht der Duft, aber der Flakon und die Verpackung insgesamt. Und sehr gut. Ja, genau. Sehr schöner Duft, muss ich sagen. Muss mal ein bisschen zu spoilern. Hat mich sehr beeindruckt, obwohl ich jetzt nicht so der Gourmand-Fan bin. Aber er passt sehr, sehr gut jetzt in die Jahreszeit. Für mich auch perfekt auch zu der Weihnachtszeit auch vor allen Dingen. Nur um es mal so ein bisschen zu spoilern hier, was ich von dem Duft so ein bisschen halte. Ja, genau, die aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauer meines letzten Videos haben das ja wahrscheinlich schon erraten, welchen Duft es geht. Ich habe es ja erwähnt zum Ende des Videos hin, um was für ein Duft es sich handelt bei meinem nächsten Video. Das möchte ich jetzt übrigens auch immer beibehalten, dass ich zum Schluss des Videos jeweils immer eine kleine Vorschau machen möchte, was dann wohl als nächstes kommt in mein nächstes Video. Es lohnt sich insofern also auch für allejenigen unter euch, die jetzt vielleicht den Duft nicht so interessiert bei dem einen oder anderen Video. Aber es lohnt sich zumindest mal kurz mal reinzugucken in mein Video und mal ein bisschen so zu spitzeln. Am Ende des Videos, wie gesagt, gibt es dann immer einen kleinen Hinweis noch. Um welchen Duft es sich dann handelt bei meinem nächsten Video. Genau. Ja, genau. Ich würde sagen, wir steigen sofort ein hier. Bevor ich jetzt aber noch nicht weitermache, dann möchte ich gerne noch meine beiden Partnerkanäle, befreundeten Kanäle zumindest grüßen. Das ist der liebe Flo von Flo ist Dufte und der liebe Albin von der Duftprofiler. Beide Kanäle habe ich euch unten in der Beschreibung hier verlinkt. Ja, genau. Ich würde sagen, also die Präsentation habt ihr jetzt schon gesehen hier von der Verpackung. Also ist schon wirklich ein recht großes Teil. Der Batch ist hier von Mai 24. Also auch recht ein recht junger Duft noch insofern. Genau. Ja, okay. Dann werde ich euch noch den Flakon mal präsentieren hier. Ja, der Flakon liegt im Übrigen hier, so hier drin in dieser Box. Die wollte ich euch nochmal kurz zeigen, wie sich das Ganze dann öffnen lässt und wie sich dann der Duft hier bzw. der Flakon hier so präsentiert. Genau. Ja, ihr seht hier den Flakon hier. Wie ich finde, wirklich ein sehr gelungenes Teil. Sehr hochwertig gemacht, muss ich sagen. Oben der Drachen, also es ist keine Schlange, es ist ein Drachen. Ich habe in der Vorankündigung gesagt, es wäre eine Schlange, aber es ist tatsächlich, wenn man es hier so sieht, ein schöner Drache, der eine, so eine rote, oder ist das eher so eine, eher so eine braune, eine bernsteinfarbene Kugel hier in seinem Maul hält. Und unten hier die Kappen hier jeweils unten sind aber aus Kunststoff. Das ist hier ein massiver
ein massiver, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept gerade eben, bei der ganzen Umbau hier. Nee, also es ist Metall, ne? Es ist auf jeden Fall massiv Metall. Es ist auch ein sehr schwerer Flakon, muss ich sagen. Also da hat man schon einiges an Gewicht in der Hand. Und von der Flüssigkeit her, da kann man sich eigentlich schon fast schon ein bisschen denken, wo hier so die Reise hingeht. Wir haben hier in der Kopfnote nämlich Zimt und Bittermandel. In der Herznote haben wir Jasmin, Pomarose und Akigala-Holz. Pomarose ist übrigens, habe ich mal nachgeguckt, nochmal auf Parfum, aber damit konnte ich jetzt auch nichts anfangen. Es scheint wohl hier ein Duft, spezieller künstlich hergestellter Duftstoff zu sein, der so nach fruchtiger Rose riecht und eine fruchtige Rosennote hat, mit, wie sie es genannt haben, mit Anklängen von Apfel, Pflaume und Trockenfrüchten. Ja, also wie gesagt, Pomarose. War es mir auch nicht so als Begriff hier so ganz bekannt. Ja, in der Basis haben wir Vanille, Absolu, Amber und Tonkabohne. Jo, genau. Ich werde jetzt mal hier den natürlich auch mal sprühen hier, damit ihr seht, wie hier der zerstäuber ist hier. Ja, der Deckel oben, also ja, solches Deckel zu sagen, oder die Kappe, naja, Kappe kann man da schwer sagen. Also es ist ja schon hier, also der Drache, der rastet hier übrigens gut ein oben im Flakon drin. Also man kann den hier wirklich gut hochheben. Also da passiert nichts. Ja, da meint man auch gerade hier ein bisschen, ach gut, der wäre so schwer, der Flakon. Ich habe auch gedacht, naja gut, er hat ein bisschen. Na, nicht ganz. Er steht schon sehr sicher drauf, aber ja, also ist es schon, ja, es ist schon relativ gut austariert. Ich weiß nicht, wenn der mal irgendwann mal ein bisschen weniger voll ist dann oder so, oder wie dann noch die Standfestigkeit ist. Na gut, er sollte also möglichst nicht unbedingt ganz vorne am Regal stehen bleiben. Vielleicht, wenn das Ding runterfällt, wäre schade drum. Ne? Auf jeden Fall habt ihr hier wirklich, also mein lieber Mann, also ich möchte jetzt nicht sagen, ne, aber es ist so fast schon ein bisschen so ein jo. Von Schlagring oder sowas, ne? Wo ich denke, uiuiui. Also, aber bitte nicht nachmachen, ja. Das ist hier nicht so. Ja, genau. Jo, der Zerstäuber ist eigentlich sehr schön, sehr gut, muss ich sagen. Das ist lecker. Also, es ist wirklich was Feines. Also muss ich sagen, es ist. Oh. Also man kann da schon schwärmen davon, da ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Für Freunde der Gourmand-Düfte auf jeden Fall. Ich bin jetzt zwar nicht so ein Freund von Gourmand-Düften, aber der ist wirklich was Besonderes, muss ich sagen. Also der ist lecker. Ach. Das ist wirklich so ein. Ich habe ganz am Anfang gedacht, oh, das könnte eventuell so Safran sein, ein bisschen, aber die Kombination Zimt und Bittermandel in Verbindung mit der Basis, mit der Vanille Absolu und der Tonkabohne, machen ihn so dieses Süßliche. Ne? Das gibt so dieses süße, ja, so vielleicht. Der Zimt rieche ich nicht mal so arg raus, der spielt da eher so ein bisschen im Hintergrund eine Rolle. Ja, der ist da, aber. Ich finde so die Mandel, die Bittermandel, ist da im Vordergrund. Definitiv. Jetzt muss ich hier mal auf meine Hand nochmal sprühen hier. Das ist natürlich ganz klar auf der Hand und auf so einem Teststreifen. Das kommt immer auf die Hautchemie drauf an. Da wäre das sich in der Regel bei jeder von euch etwas anders entwickeln. Jeden und jeder, also es ist definitiv natürlich auch ein Unisex-Duft. Logischerweise, klar. Ne? Ja. Für Herbst, Winter, ich habe es ja schon gesagt, kalte Tage, vielleicht auch noch so in den, ja, vielleicht in den kühleren Spätsommertage, vielleicht auch schon. Das kommt drauf an, ja, das ist so, weil er so ein bisschen so diese Süße noch hat, bisschen, so was leicht florales vielleicht, durch den Jasmin vielleicht auch sogar her, oder die Pomarose hier nochmal, ne, diese Rose, ja, also Rose, als Rose würde ich das nicht unbedingt identifizieren wollen, aber ja, dieses, also leicht florale Anklänge hat er auf jeden Fall. Also wie gesagt, das macht ihn auch so ein bisschen, finde ich, auch noch für, sage ich mal, für die kühleren Spätsommertage vielleicht sogar interessant, für abends auf jeden Fall, ne. Aber auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch ja, für Weihnachten. Also, lecker. Es ist einfach himmlisch, himmlisch. Ach ja.
Und dann noch so ein paar leckere Lebkuchen oder Spekulatius dazu verzehrt. Ah, passend. Sehr lecker. Naja, wer es mag. Kann auch ein Stück Stollen sein oder sowas. Nee, aber es ist wirklich, ah, wirklich so, auch so ein bisschen, hat so eine holzige Note noch drin. Und ja, er verändert sich jetzt nicht so groß. Er ist jetzt nicht so, besonders, wo man sagt, okay, er hat so einen Duftverlauf oder sowas drin. Er ist relativ linear, sage ich mal. Ist ja aber nichts Schlimmes, muss ich sagen. Das hat ja jetzt auch kein mit Qualität zu tun oder sowas, wenn der Duft sich nicht groß verändert. Im Gegenteil, hier finde ich es sogar sehr schön, dass er sich nicht verändert, weil eben gerade diese schöne Note, diese Öffnung, die man gleich hat, sowas im Großen und Ganzen, sage ich das mal, schon über den Duftverlauf hinweg auch was so der Drydown betrifft, auch noch sich entsprechend hält. Ja. Apropos Haltbarkeit und Silage und Projektion, also der ist schon sehr stark, muss ich sagen. Also da solltet ihr ein bisschen am Anfang ein bisschen aufpassen. Das kommt noch dazu. Also der ist schon ein schöner, großer, kräftiger Drache. Ja, probiert es einfach mal aus. Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen eben etwas mehr vielleicht erforderlich als beim anderen vielleicht. Aber sprüht euch mal so ein bisschen, zwei, drei Sprüher mal gucken. Und guckt einfach mal, wie ihr damit so klarkommt. Zur Not, wenn es einem was sagt, wenn der eine oder andere sagt, die eine andere sagt, hier, nee, also bei mir, ich rieche den nicht mehr so arg oder ich möchte ein bisschen mehr. Ihr dürft da ruhig ein bisschen mehr drauf sprühen, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass der Duft hier jemanden erschlägt. Also, das ist einfach, ja, also insbesondere, wenn da, sagen wir mal, jetzt die Weihnachtszeit oder sowas auf den Weihnachtsmarkt geht, ein schöner Weihnachtsmarktduft auf jeden Fall, wenn ich das mal so die Anlässe so ein bisschen benennen darf. Oder das, ja, also auf jeden Fall, ne? Oder wenn man draußen im Freien sich aufhält, vielleicht so, ja, es gibt da verschiedene Anlässe, vielleicht auch im Winter mal draußen zu sein oder so. Muss ja nicht immer der Weihnachtsmarkt sein. Aber auf jeden Fall dürft ihr euch da so ein bisschen großzügiger auch jetzt auch etwas mit beduften, auch so, ne? Und da gerade auf die Kleidung. Nur bei heller Kleidung ein bisschen aufpassen, weil da könnte es durch die Farbe des Parfums natürlich auch eventuell zu Verfärbungen kommen. Ne? Es ist ja Parfümöl drin und das Öl, naja, gut, das kann unter Umständen eben auch unschöne Flecken hinterlassen. Ne? Insbesondere dann, wenn man vielleicht eine Lederjacke anhat oder so weiter. Empfiehlt es sich eher dann auf dunklen Lederjacken hier drauf zu sprühen, als auf eher die helleren. Das ist ganz klar. Ne? Ja, er wird übrigens auch hier gerne hier mit wohl, glaube ich, das Parfum jetzt gesehen, mit dem Vanilla 6 von Tom Ford wohl in Verbindung gebracht, bisschen oder erinnert so ein bisschen daran. Ich kenne den Duft jetzt nicht, ich weiß es nicht, inwieweit hier so ein paar Anklänge da sind von dem bei dem Seher hier. Nö, keine Ahnung. Er wird auf Parfumo mit 7,6 doch recht solide bewertet, bei 58 Bewertungen allerdings nur. Wobei davon von diesen 58 Bewertungen also circa 44 mindestens eine 7 gegeben haben, 7 und mehr. Ne? Bei den diversen Kommentaren auf Parfumo, da gibt es auch von bis, ne, von 0,5 bis 10. Also es ist natürlich immer wieder immer wieder erstaunlich, wie da so die Meinungen teilweise über Düfte auseinandergehen und von ganz übel und furchtbar bis hin zum schönen Top-Duft und so. Das ist aber, glaube ich, liegt in der Natur der Sache bei Parfüms oder das ist halt wirklich Geschmackssache, auch was so der Flakon betrifft. Die anderen sind ganz hin und weg von dem Flakon, so wie ich. Andere sagen, Gott, wie furchtbar, das ist ja ein grausiges Stück. Ne? Also, jo, also ich kann es euch jetzt natürlich, das ist, wie gesagt, das liegt im Auge des oder der Betrachterin, ja, des Betrachters. Genau. Ja, also ich, wie gesagt, mir gefällt der Duft sehr gut. Ich finde ihn sehr schön und ja, wie gesagt, er hält bei mir auch sehr gut. Also ich rieche ihn wirklich noch so mindestens 8 bis 10 Stunden auf der Haut auf jeden Fall und auf der Kleidung auf jeden Fall auch noch länger bis zum nächsten Tag. Ne? Also das ist definitiv noch. Also, ne? Ja. Ist so schön cremig, ist ja schön cremig. Das hat so diese, ja, so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen an Creme Brûlée, ein bisschen erinnert gefühlt, so ein bisschen, ne?
Also das soll jetzt nichts Negatives sein, aber es ist sehr lecker. Also dieses, also damit er nur so ein bisschen Gespür bekommt von der Beschreibung her, wie so der Duft da so für mich so wirkt, so rüberkommt. Ne? Es ist also kein, es ist auch kein frischer Duft oder sowas in dem Sinne. Nein, es ist ein Gourmand-Duft. Es ist ein cremiger, weicher, süßer Mandelduft, ja, Mandelzimtduft, ja, so ein bisschen dieses, ach, ein schöner Winterduft eben einfach so, ne? Der ist so gut, wunderbar, jetzt eben, wie gesagt, in den Herbst, in den Winter passt, in die Weihnachtszeit passt, wenn ihr im Adventszee eingeladen seid und ihr tragt diesen Duft. Also man wird euch anbeißen, man wird euch nicht mehr unterscheiden können von einem leckeren Vanillekipferl und einem Mandelkeks. Ihr werdet dann zum Anbeißen rüberkommen. Naja, was vielleicht nicht das Schlechteste ist. Kommt auf die Gesellschaft drauf an. Ja, genau. Das ist jetzt nur so ein kleiner Scherz am Rande. Also erst, ich muss jetzt gerade nochmal unter hier mal bilden, nochmal gucken hier. Ja, also auf der Haut. Also hier wirkt er immer so ein bisschen. Wirkt er ein bisschen heller auf dem Teststreifen hier, auf dem neutralen, hier ist er auf der Haut, aber das kommt auf die Hautchemie drauf an. Hier ist er, wirkt er mir schon etwas bisschen, ja, wie soll ich sagen, also sie riechen fast schon, klar, es riecht schon fast schon identisch, sicherlich, aber ja, wie soll ich das sagen, heller. Er riecht ein bisschen anders hier auf meiner Haut, ne? Also nicht weniger schön oder so, aber er ist ein bisschen. Ja, fast schon noch ein bisschen intensiver hier auf meiner Haut. Ist ein bisschen voller. Aber gut, das mag vielleicht auch, wie gesagt, hier an am Teststreifen liegen oder an meiner Hautchemie. Das kommt jetzt auf jeden und jede, je nachdem, wie eure Hautchemie jetzt ist, auch an. Genau. Ja, genau. Sollte ich jetzt irgendwas vergessen haben noch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, wenn ihr noch Fragen habt oder so. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei fragrad.de. Da gibt es ihn auf jeden Fall im Moment. Also ich habe es, heute ist der 3. Oktober, der Feiertag, genau. Es ist jetzt kurz nach 9 und ich habe es jetzt gerade eben vor einer halben Stunde nochmal nachgeguckt. Also der ist da auf jeden Fall noch vorrätig. Genau, ja. Also wie gesagt, wenn ihr ihn jetzt vor allen Dingen auch jetzt, sagen wir mal, für den Winter jetzt speziell mögt oder sowas, würde ich da nochmal zuschlagen oder würde ich nochmal zugreifen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch oder die ein oder andere noch einen Gutschein von Fragrad. Die haben ja versenden, schicken, also so geht es, also so war es jetzt bei mir die letzten Wochen. Wenn ich da was bestellt habe, war immer so ein 15% Gutschein von Fragrad dabei. Nutzt den, also es ist dann kriegt er zumindest mal, sage ich mal, beim 40 Euro, naja gut, immerhin schon 6 Euro wieder gespart, beziehungsweise gut, da kommen dann noch die Versandkosten dazu, aber immerhin, dann habt ihr ihn ein bisschen günstiger. Ja, genau. Und nicht warten, bis ihr dann kurz vor Weihnachten euch einfällt, ach Gott, ja, ich könnte ja den nochmal, dann könnte es sein, dass der erstmal ausverkauft ist für eine Zeit, ich weiß es nicht. Also es ist immer, bei Fragrad muss man immer gucken, ne? Also, es ist immer so eine Sache, ne? Also, jo, genau. Ja, genau. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu, noch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich was vergessen haben sollte jetzt oder wenn ihr irgendwie was noch wissen wollt, was Spezielles, dann beantworte ich euch gerne die Frage. Ansonsten, ja, ein kleiner Ausblick noch, wie versprochen, wieder auf mein kommendes Video. Das wird auch ein arabischer Duft sein aus dem Hause Bayt al-Bakoa. Jo, also das ist ein, er hat, ja, was ist es? Wie heißt der? Oh Gott, das muss ich mal gucken, der steht dann nämlich da hinten, ja. Es wird der Yaghali sein. Also genau, das ist ja ein schwarzer Flakon mit einem silbernen Kappe obendrauf. Ja, den habe ich heute zum ersten Mal aufgesprüht und ja, gut, lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, ich werde Ihnen dann nächste Woche hier ein entsprechendes Video zu machen. Ja, ansonsten, jo, wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wenn ihr das jetzt guckt, dann wird es ja jetzt Freitag, Samstag, Sonntag sein oder sowas, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall, ich nehme das, wie gesagt, heute ist Donnerstag, der 3. Oktober, ich werde jetzt dann morgen früh, werde ich das jetzt, also wenn ihr das guckt, heute Freitagmorgen auf, hochladen das Ganze
Und dann, genau. Ja, freue mich auf eure Kommentare. Freue mich, vielleicht habt ihr ja schon selber Erfahrungen damit, mit dem Duft gemacht und so. Oder ja, genau. Ne? Ja, okay. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns hier bis in einer Woche wieder zu einer neuen kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, mach's gut. Tschüss.